Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hier ist die Sarah aus Dessau mal wieder für euch und wie ihr hier hinten schon lesen könnt und hier unten schon lesen könnt, mache ich heute den Büchertag. Ich hatte mal wieder richtig Lust auf einen Tag und habe deswegen im Internet geforscht. Ich kam dann auf die Seite schlüsselreiz.blogspot.de und da habe ich einen ganz interessanten Büchertag gefunden. Bei Büchertag musste ich natürlich gleich an die Elisa von der Elisa Mina denken. Deswegen darf sie sich jetzt auch getaggt fühlen. Ich möchte natürlich alles, was ich beantworte, auch gerne von ihr wissen. Und da wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß. Ich besitze ganze zwei nicht gelesene Bücher in meinem Bücherregal. Und zwar ist das einmal Echte Vampire haben Kurven. Und The Carrie Diaries, das eine habe ich mir in meiner Twilight-Zeit gekauft. So, ich bin gerade mit Twilight fertig geworden und das war im Ausverkauf. Deswegen habe ich das gekauft, aber nie gelesen. Und das habe ich gekauft, als ich gerade die Staffel von Sex and the City wieder angefangen habe zu schauen. Und ich dachte mir, hey, The Carrie Diaries, möchtest du unbedingt mal lesen? Ist, wie gesagt, beides noch ungelesen. Ich werde das gleich mal ein bisschen umswitchen, denn ich habe im letzten Jahr nicht wirklich ein Buch, was mich begeistert hat, aber in der letzten Zeit habe ich wirklich ein Buch, was mich sehr, sehr, sehr begeistert hat. Schöne Grüße an Elisa. Love Letters to the Death habe ich mir von Elisa geliehen und habe es mir auch durchgelesen. Ich muss sagen, das habe ich sehr gesuchtet, das Buch. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Einige, die mich wirklich kennen, wissen, was jetzt kommt. Natürlich sind es die Harry Potter Bücher, die mich meine Kindheit lang, seit ich 8 Jahre alt bin, begleitet haben. Und gleich nochmal dieses Buch, denn da war ich wirklich sehr traurig, als ich das Kapitel gelesen habe, 19 Jahre später. Das ist das letzte und es wird das Beste sein. Was bei Twilight übrigens nicht der Fall ist. Das letzte Buch von Twilight werde ich nie wieder lesen. Denn so eine Geburt möchte ich nicht nochmal beschrieben haben. Zu dieser Frage gleich nochmal Harry Potter. Und zwar die Originalausgabe von Harry Potter and the Deathly Hallows. Dieses Buch habe ich auch gelesen. Ungefähr in der Zeitspanne, in dem ich auch den 7. Teil beendet habe, habe ich dieses Buch beendet. Und da muss ich echt sagen, dass die Originalfassung ein wenig besser ist, gut übersetzt ist, aber in diesem Fall würde ich die Harry Potter Bücher gerne nochmal in der Originalfassung lesen, aber sonst lese ich lieber die deutsche Übersetzung. Und nochmal Harry Potter! Und zwar Harry Potter The Cursed Child. Ja, alle haben es gehypt, als es rauskam und ich dachte mir so, ja, das musst du auf jeden Fall lesen. Ich konnte es mir dann auch schon ausleihen, habe mich vorher überhaupt nicht spoilern lassen, habe das Buch beendet, zugeklappt und dachte mir so, nein, das ist nicht deine Vorstellung. Nein, so ändern sich Charaktere nicht auf jetzt von gleich. Ich fand das sehr überflüssig, das Buch. Lass das Theaterstück wirklich sehr gut sein, das weiß ich ja nicht. Aber ich muss echt sagen dazu, das Buch ist wirklich sehr, sehr überflüssig. Und zwar, eine Biografie kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, dass ich die gelesen habe. Ein Sachbuch, ja, zur Pflege im Allgemeinen, zur Charité ein bisschen, ja. Ein Sachbuch eigentlich zur Pflege, kann man so sagen, habe ich gelesen. Und zwar kann ich dazu sagen, dass mir Vorstadtkrokodile wirklich gefallen hat, was der Film nicht tut. Aber das Jugendbuch finde ich wirklich sehr schön. Die Welle fand ich auch eine richtig schöne Pflichtlektüre in der Schule. Und da bin ich mit Elisa einer Meinung, Bitterschokolade. Was soll das bitte? Warum lesen wir das in der Schule? Ja, ja. Frage Nummer 10.
Kann ich ganz leicht beantworten. Ich gucke die Netflix-Serie Tote Mädchen lügen nicht noch nicht, weil ich das Buch mir noch kaufen werde und das erst lesen werde. Ja, da nehme ich mir nichts vorweg. Also das möchte ich gerne vorher lesen, bevor ich die Serie gucke. Aber ich bin sehr gespannt drauf und das muss ich noch haben. Und zwar tue ich mich da ein bisschen sehr schwer, weil wenn ich ein Buch geschenkt bekomme, versuche ich das auch zu lesen. Aber ich glaube, so eine Mittelalter-Bücher würde ich jetzt nicht unbedingt lesen. Also bei Die Hebamme zum Beispiel hat mir der Film gefallen. Muss ich jetzt das Buch nicht unbedingt lesen? Also schenkt mir das bitte nicht. Und Die Wanderhure habe ich gelesen als Geschenk. Aber so diese ganzen Mittelalterbücher brauche ich jetzt nicht unbedingt lesen, natürlich ausgenommen Fantasy-Mittelalterbücher wie Das Lied von Eis und Feuer. Das ist eine Ausnahme. Das war's mal wieder von mir. Wem es vielleicht aufgefallen hat, meine Nase leuchtet etwas rot. Und zwar habe ich herausbekommen, dass es das letzte Mal keine Erkältung war, sondern einfach meine Allergie. Aber darauf muss man erst mal kommen. Ich habe mir mal den Pollenflugkalender angeschaut und habe gedacht, alles klar. Jetzt weiß ich, warum ich dauerhaft so verschnupft bin, aber ich habe es im Griff bekommen. Und deswegen wünsche ich uns allen noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne nächste Woche. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr Büchertags von mir sehen wollt, es gibt ja noch Milliarden andere, dann lasst mal einen Daumen nach oben da oder schreibt in die Kommentare einfach Büchertag. Oder abonniert mich ganz schnell und um dann kein Video zu verpassen, aktiviert die Glocke. Alles klar, dann tschüssi!